Unsere Gemeinde ist dieser Tage mit diesen neuen bunten Glasfenstern aus der Werkstatt von Günter Mergner, die in Zusammenarbeit mit Christa Opfermann und Christian Johannes hier im Christophorus eingebaut hat, beschenkt worden. Farbiges Licht, lebendiges Licht fällt nun in diesen Raum und unsere Gemeinde. Damit das mehr als nur ein äußeres Zeichen bleibt, will ich Ihnen heute eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte von den Pelzchen. Liebe Zuschauer aus dem Mainbogen, liebe Gäste, vor etlichen Jahren kam eine junge Kollegin von mir aus den Vereinigten Staaten zurück. Sie hatte dort einige Zeit gelebt. Gemeinsam gingen wir von einer Veranstaltung zurück ins Pfarrhaus. Auf dem Weg lobte sie mein Agieren bei dieser Veranstaltung. Und ich, typisch deutsch, spielte das Lob sofort herunter. Naja, so was Besonderes war das jetzt auch nicht. Ihre Äußerung dazu war: Jetzt weiß ich, dass ich wieder in Deutschland bin. Was mir damals bewusst wurde: Wir haben keine Kultur des Lobens. Weder die Kultur zu loben, anzuerkennen, wertzuschätzen, noch die Kultur, ein solches Lob, eine solche Anerkennung, eine solche Wertschätzung anzunehmen. Was das bedeutet und was das für Folgen hat, davon erzählt die Geschichte, die ich Ihnen heute erzählen will, die Geschichte von den Leuten in Swabidou und ihren Pelzchen. Vor langer Zeit lebten in dem Ort Swabidou kleine Leute. Sie wurden die Swabidouler genannt, waren sehr fröhlich und liefen den ganzen Tag mit einem fröhlichen Lachen herum. Wenn sie sich begrüßten, überreichten sie immer kleine, warme, weiche Pelzchen, von denen jeder immer genug hatte, weil er sie verschenkte und sie sofort wieder einen bekamen. Ein warmes Pelzchen verschenken bedeutete für diese Menschen: Ich mag dich. So zeigten sie, dass jeder jeden mochte. Und das machte sie den ganzen Tag froh. Außerhalb des Ortes, ganz einsam in einer Höhle, lebte ein Kobold. Wenn ein Swabiduler ihm ein Pelzchen schenken wollte, lehnte er das ab, denn er fand es albern, sich Pelzchen zu schenken. Eines Tages traf der Kobold einen Swabiduler im Dorf, der ihn sofort ansprach. War heute nicht ein schöner, sonniger Tag? Und der Mann reichte ihm ein besonders weiches Pelzchen. Der Kobold schaute in den Rucksack mit den Pelzchen. Dann legte er dem Swabiduler den Arm vertraulich um die Schultern und flüsterte ihm zu: Nimm dich in Acht, du hast nur noch 207 Pelzchen. Wenn du diese weiterhin so großzügig verschenkst, hast du bald keine mehr. Das war natürlich völlig falsch gerechnet, denn an jeder Swabiduler hatte, da jeder jedem welche schenkte, immer genug davon. Doch kaum hatte der Kobold den Swabiduler stehen lassen, kam schon ein Freund vorbei und schenkte ihm, wie immer, ein Pelzchen. Doch der Beschenkte reagierte nicht wie bisher. Er packte das Pelzchen weg und sagte dem Kollegen: Lieber Freund, ich will dir einen Rat geben. Verschenke deine Pelzchen nicht so großzügig, sie könnten dir ausgehen. Bald gaben sich die Swabiduler diesen Rat. So kam es, dass Pelzchen nur noch an die allerbesten Freunde verschenkt wurden. Jeder hütete seinen Pelzrucksack wie einen Schatz. Sie wurden zu Hause eingeschlossen, und wer so leichtsinnig war, damit über die Straße zu laufen, musste damit rechnen, überfallen und sogar beraubt zu werden. Die kleinen Leute von Swabidou veränderten sich immer stärker. Sie lächelten nicht mehr und begrüßten sich kaum mehr. Keine Freude kam mehr in ihre traurigen und misstrauischen Herzen. Erst nach langer, langer Zeit begannen einige Leute erneut, sich wie früher kleine, warme, weiche Pelzchen zu schenken. Sie merkten bald wieder, dass ihnen die Pelzchen nicht ausgingen und dass sich Beschenkte und Schenkende darüber freuten. Ganz langsam konnten sie einander wieder vertrauen, und in ihren Herzen wurde es wieder warm. Soweit diese Erzählung nach einem irischen Volksmärchen. Jetzt muss ich nur noch dieses Wort Pelzchen gegen das Wort Lob austauschen
Und es wird sehr schnell deutlich, was unsere Gesellschaft, was unsere Gemeinden wärmer und bunter werden lässt. Das Loben. Oder wie es dann im Märchen hieße, erst nach langer, langer Zeit begannen einige Leute erneut, sich wie früher gegenseitig ein Lob zu schenken. Sie merkten bald, dass ihnen das Lob nicht ausging und dass sich Beschenkte und Schenkende darüber freuten. Wir tun uns damit hier in Deutschland, so hat es ja mich meine Kollegin, die eine Zeit lang in den Vereinigten Staaten gelebt hatte, gelehrt, wir tun uns hier damit etwas schwer, sowohl in unserer Gesellschaft als auch in unseren Gemeinden. Deshalb wünsche ich unserer Gemeinde, dass mit diesen Fenstern die Farbe und Leben in diesen Raum bringen, auch eine neue Kultur des Lobens, Anerkennens und Wertschätzens, eine neue Kultur solches Lob, solche Anerkennung und Wertschätzung auch anzunehmen, kommt. Und damit neue Farbe, neue Wärme und neues Leben in unsere Gemeinde kommt. Dann wären diese neuen bunten Fenster nicht nur ein äußeres Zeichen, sondern auch eine Botschaft für uns und unsere Zeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und eine gesegnete neue Woche.